So, hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video bei Willinor 15. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr sehen könnt, die Sonne scheint und die Regentage sind vorbei. Der Kamerad war jetzt 2 Tage nicht raus und jetzt müssen wir natürlich die Mähzeit nachholen. Deswegen habe ich den jetzt auf mal 2 Tage auf, glaube ich, 4 Stunden gestellt. Aber wie ich das mache, das heißt also die komplette Einstellung über die App, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. So, jetzt habe ich mich in mein Büro verzogen und jetzt zeige ich euch mal die verschiedenen Einstellungen, die man machen kann. Voraussetzung ist natürlich, dass der Vaux bzw. der Landroid am euer WLAN-System angeschlossen ist. Dasselbe müsst ihr auch hier am Handy machen, bzw. euer Handy bzw. die App mit eingeben. Da muss das WLAN-Passwort rein und dann ist beides, also quasi die App wie auch der Landroid, mit WLAN verbunden und dann erst klappt diese Verbindung von der App zu euren Landroid, zu euren Mähroboter von Vaux und dann könnt ihr quasi ihnen Befehle geben. Wie das funktioniert und was noch alles an Zubehör für den Vaux M500 und 700 zu kaufen gibt, das werden wir jetzt alles auf dieser App erfahren. Wir gehen jetzt mal rein. Ich gehe mal ein bisschen nach rechts oder links. Ihr könnt also hier quasi jetzt die Einstellung von der App sehen. Unten seht ihr den Ladevorgang. Er ist also jetzt gerade die Tätigkeit, er ladet gerade. Ich könnte den jetzt rausschicken, indem ich diesen Play-Button da unten drücke. Und dann gibt es auch noch ein Haussymbol. Da kann ich ihn quasi wieder in die Ladestation schicken. Und es gibt dieses Stopp-Symbol, da kann ich ihn einfach anhalten. Oben links dann seht ihr den Ladevorgang, beziehungsweise erstmal seht ihr die WLAN-Kraft, also was am WLAN ausgestrahlt wird. Das reicht, damit kann ich ihn erreichen. Und ihr seht dann rechts daneben quasi den Füllstand des Akkus, 36%. Er ist also gerade am Laden. So, fangen wir mal an mit den Zubehörteilen. Ihr seht dann den Radiolink. Radiolink ist also quasi nichts anderes wie so eine Art Repeater, der das WLAN-Signal verstärken kann, sodass man ihn also quasi bis zu 1 Kilometer erreichen kann. Wird natürlich auch differenziert bzw. minimiert durch Mauerwerke oder Zäune und wie auch immer, dass dieses WLAN-Signal natürlich schwächt. Das ist also dieses Bauteil, was man so hinten im Heck einbauen kann. Radiolink kostet so ungefähr 129 Euro. Potenziell fortgeschrittene Cloud-Computing-Funktion deines Landroids. Hier kann man das also mit diesem Modul mit konstanter WLAN-Funktion dann erreichen. Find mein Landroid. Diese Funktion ist natürlich wichtig für Leute, die das Grundstück so an öffentlichen Gehwegen hat, wo jeder mal eben über einen kleinen Zaun springen kann und sagen kann, oh, so ein Mähroboter kann ich gut gebrauchen. Wer natürlich sein Grundstück möglichst im verwinkelten Bereich oder privat hinten im Garten, wo keine fremde Person aufs Grundstück kann, wo es gut eingezäunt ist, dann braucht man das also generell nicht, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Hier steht also, sie sind darüber besorgt, dass jemand ihren Mähroboter stehlen könnte. Mit Find mein Landroid können sie ihn aus der Ferne blockieren und verfolgen. Durch die mitgelieferte SIM-Karte entfällt die Notwendigkeit von WLAN. Also er kriegt also eine SIM-Karte, eine extra, die ist für 3 Jahre freigeschaltet und man kann sie natürlich nach 3 Jahren wieder verlängern. Also so sieht es also aus, sicher und auffindbar verbunden. Man kann es also über Handy, GPS gesteuert, mobile Datenübertragung, gibt es dann den Gott großmöglichen Schutz. Man kann sich dann noch ein Video anschauen, warum findet man Landroid. Falls dein Grundstück nicht umzäunt ist, könnte jemand dein Landroid stehlen. Mit Find My Landroid kannst deine Mähroboter per Fernbedienung sperren und verfolgen. Es gibt also eine vorbezahlte SIM-Karte, die hält also für 3 Jahre und dann kann man es also jederzeit verlängern. Und hier ist auch mal diese Installation, also diese Einrichtung ist bei M500 und M700 auf jeden Fall vorgesehen. Die ganze Sache kostet dann 249 Euro, wie man sieht. Dann haben wir nochmal die Einrichtung ACS. ACS ist natürlich eine Einrichtung, die ist dann notwendig, wenn man Kinder hat, wenn man Hunde hat, die mit viel Spielzeug auf dem Rasen rumtollen oder vielleicht Trampolin. Das ist also dieses Anti-Kollisionssystem. Das sind also 2 Äuglein, die man da oben drauf machen. Die tasten den Rasen ständig ab und wir sollen da irgendwelche Gegenstände stehen. Dann umfährt er die dann automatisch. Kosten für so dieses Gerät, zusätzliche Gerät, sind so 179 Euro. Muss natürlich, wie auch immer,
selbst jeder entscheiden. Ist da so ein Ultraschallsensor, der da drauf kommt? Also der Lenroad nutzt Ultraschallsensoren mit Automobilstandard zum Erfassen von Hindernissen. Dank der Erfassung der Gegenstände lenkt die Autopilot-Technologie den Lenroad Mähroboter. Dieser weicht damit den Gegenständen aus. Ein schönes Zubehör für Leute, die jetzt Kinder haben, wo schon mal ein Ball liegt, wo Spielzeug liegt. Nächste Zubehör ist dann Voice Control. Also hier steht, also wenn Sie kein Smartphone verwenden oder kein WLAN haben, können Sie Ihren Lenroad jetzt auf natürliche Weise programmieren und bedienen mit Ihrer Stimme. Also hier seht ihr dieses Modul Voice Controlling. Mit der Sprachsteuerung kannst du den Lenroad mit deiner Stimme einfach Anweisungen geben. Drücke die große rote Stopptaste und der Lenroad stellt dir einfache Fragen. Der Lenroad verhält sich entsprechend deinen Antworten. Voice Control kann verschiedene Sprachen und Akzente erkennen und benötigt kein Internet, um zu funktionieren. Kaufe jetzt Voice Control. Was? Kostet 129 Euro. Die Geschichte ja für jemanden, der jetzt überhaupt kein Handy hat und so nicht mit der App arbeiten kann und kein WLAN und den trotzdem steuern möchte, der kann dieses Voice Control auf jeden Fall schon kaufen. Dann haben wir Off Limits. Mit der Option Off Limits wird eine Begrenzung um die Rasenfläche herum festgelegt, ohne dass eine Verbindung zum Hauptgrenzungszaun hergestellt werden muss. Diese Abgrenzung geschieht also hier bei Off Limits virtuell. Man kann so in dieser App, ich zeige es euch mal ganz kurz, diese Begrenzung einstellen. Das geht also mit diesem Rasenflächenrechner. Da kann man also hingehen und die Begrenzung hier abschreiten und dann auch Dinge aussparen, wie zum Beispiel jetzt den Swimmingpool, wie man hier sieht, einfach nur mit dem Handy um diesen Swimmingpool gehen, dann hat man da so eine virtuelle Grenze gezogen und das wird dann quasi mit Off-Limits dann erkannt, diese Grenze. Wir schauen jetzt mal in der Beschreibung nach. Bereiche abgrenzen mit Off-Limits-Optionen definierst du Flächen auf deinen Rasen, ganz ohne dass du dein Hauptbegrenzungskabel neu anlegen musst. Also es geht dann ganz ohne Begrenzungskabel verlegen und erkennt also jetzt seine bestimmte Bereiche wie Blumenbeet oder sagen wir Hüpfburg und wie auch immer. Auf dem ist vereinfacht die Installation des Lenroads Mähroboter dadurch, dass du keine inneren Rasenbereiche mehr mit dem Hauptbegrenzungskabel einfassen musst. Die Option ist auch ideal, um vorübergehende oder sogar Tabubereiche in deinen Rasen einzubinden. Das ist also quasi so ein Magnet, was kommt also unten rechts an den Lenroad, wird das montiert. Und und kostet 129 Euro für jemand, der, sag ich mal, Saison- oder kurzfristige Hindernisse auf seinen Rasen immer wieder hat. Swimmingpool macht man ja dann eher so im Hochsommer, aber man mäht ja schon im Frühling und dann ist natürlich so eine virtuelle Begrenzung ideal und für 129 Euro ist natürlich ein sinnvolles Zubehör. Das wären jetzt diese ganzen Zubehörteile, die jetzt mit dem Lenroad zu erwerben sind. Die kann man sich nach und nach zukaufen. Ist natürlich auch dann für jeden, der es braucht, dann auch eine sinnvolle Ergänzung. So, dann gucken wir noch weiter. Wir sehen also jetzt hier auch verschiedene Dinge, die man hier noch hat. Man hat also hier also dann auch einen Zeitplan. Beim Zeitplan habe ich natürlich auch festgestellt, wenn man den manuellen Zeitplan hat, den hat man jetzt hier, da kann man also alles manuell einspeisen. Ich habe jetzt mal hier gerade Stunden genommen. Ihr seht, also ist gar nicht viel. Er mäht also jetzt inklusive Ladezeit eine Stunde, obwohl diese eine Stunde, die schafft er mit dem Akku locker. Und und dann habe ich dreimal Kanten schneiden. Hier am Samstag und am Sonntag seht ihr, habe ich jetzt zum Beispiel die Rasenmähzeit individuell nochmal angepasst, weil eben jetzt die letzten zwei Tage nicht raus war. Man kann also hier unter Erhöhung des Plans erweitern, um 30%, 50%, wie auch immer, wie man es möchte, ohne an den Zeiten zu rumzufummeln, kann man da diese Mähzeiten nochmal prozentual erweitern. Also man kann es hier nochmal, Sie können den wöchentlichen Zeitplan anpassen, ohne die tägliche Einstellung zu ändern, drücke Plus zum Erhöhen und zu Verringern des Zeitplans in 10% Schritten. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein manueller Zeitplan ausgewählt wurde. Ich hatte damals mal ganz am Anfang eingestellt, so 4 Stunden, 5 Stunden am Tag und dann hat der automatische Zeitplan die Zeitplanung auf 45 Minuten am Tag reduziert. Das
hat er eigentlich errechnet, aufgrund der Rasenfläche, die ich da individuell eingegeben habe. Ich habe jetzt hier, wie ihr seht, 300 Quadratmeter und Rasenrechner, da kann man also auch nochmal hingehen und mit dem Handy seinen Rasenrand abschreiten und dann berechnet er daraus genau die Quadratmeterzahl und auch natürlich auch die Zeit, die der Computer tagtäglich dann braucht. Rasenflächenrechner, das Berechnen der Rasenfläche ist einfach. Laufen Sie mit Ihrem Smartphone die Grenze der Rasenfläche ab, markiere dann auszuschließende Flächen wie Swimmingpool und Gartenbeete. Das kann man natürlich auch machen. Also man muss hier den Standort wählen, dann draufdrücken auf Start, dann geht man diese Rasenrandfläche ab. Man kann dann auch bestimmte Bereiche abgrenzen. Ohne Begrenzungsdraht kann man diese virtuell abgrenzen. Swimmingpool, Schwimmbecken und so weiter. Erfahrungsgemäß habe ich mich jetzt auf meinen manuellen Zeitplan beschränkt, weil ich da ja auch ein bisschen so mehr eingreifen kann. Ich kann jetzt hingehen und Zeiten verändern, wenn jetzt zum Beispiel zu viel Regenzeit war und er einige Tage nicht rausfahren kann, wie gesagt, dann kann ich dann in den nächsten Tagen diese Mähzeit erhöhen manuell und deshalb gehe ich also von diesem automatischen Zeitplan ab. Multizone ist natürlich auch eine interessante Geschichte für Leute, die jetzt zwei grundverschiedene Grundstücke haben. Sie können Ihren Land Rover so einstellen, dass er einen bestimmten Anteil seiner geplanten Mähzeit in verschiedenen Zonen Ihres Rasens verbringt, maximal 4 Bereiche. Da muss sich in seiner Ladezone befinden. Ihr Land Rover wird den Begrenzungsdraht abfahren, fährt dann zuerst mal seinen Begrenzungsdraht ab. Drücken Sie markieren, ob bald Ihr Land Rover Zone 1 erreicht. Also wenn er jetzt quasi im Bezirk A ist, ne? Und der Land Rover wird nun weiter den Begrenzungsdraht abfahren, fährt also Bezirk A ab erstmal. Wiederholen Sie die Markierung, wenn Sie weitere Zonen definieren möchten. Also jetzt fährt er jetzt A ab, dann soll er B abfahren. Wollen Sie die Markierung dann weitere Zonen definieren, dann wird das dann mit B markiert und dann fährt er weiterhin diese B-Markierung ab. Das sind also zwei unterschiedliche Bereiche. Weisen Sie schließlich jede Zone einem Prozentsatz zu. Jetzt können Sie Zone 1 sagen, also soll er jetzt bei A zum Beispiel 60% und bei B 40%, falls dieser B-Bereich dann kleiner ist als A-Bereich, da muss man so ein bisschen, also Fingerspitzengefühl aufweisen. Regenverzögerungszeit habe ich jetzt auf 3 Stunden stehen, das war die Anfangseinstellung, sehe ich auch für sinnvoll. Hier hat man natürlich auch die Möglichkeit bei Regen mähen, würde ich jetzt nicht so empfehlen, weil da kleben natürlich diese Rasenteile an den Messern oder an den Land Rover selber unten. Um Ihr Rasen nicht zu beschädigen, hört der Land Rover bei Regen mit dem Mähen auf. Legen Sie eine Verzögerungszeit fest, damit Ihr Rasen trocknen kann, bevor der Land Rover mit dem Mähen fortfährt. Bei mehreren Regentagen hintereinander können Sie den Land Rover erlauben, bei Regen zu mähen. Habe ich aber auch nicht getan. Ich habe die Mähzeit dann verdoppelt. Oder ich habe ihn individuell rausgeschickt, das kann man hier auch, dass man einfach sagt, komm, ich schicke ihn jetzt nochmal extra abends nochmal raus. Im Sommer sind natürlich dann die Tage etwas länger und dann kann man ihn jetzt nochmal rausschicken. Hier sind natürlich die Aktivitätsprotokolle, die sind sehr wichtig, finde ich auch, weil man dann auch sieht, ist er denn überhaupt rausgefahren, hat er sich irgendwo aufgehangen und da kommen natürlich auch so Fehldinger, da hat er zum Beispiel das Kabel nicht gefunden, aus welchen Gründen auch immer, aber das hat sich dann korrigiert. Also da hat man so kleine Tagebucheinträge, wo man dann sehen kann, was ist da passiert, ein Fehler. Fehlzeiten, ist er überhaupt rausgefahren? Das ist natürlich auch wichtig, da sollte man auch immer drauf gucken, um zu erfahren, was denn jetzt aktueller Stand ist. Die Firmen-Updates, automatische Updates ist immer so eine Geschichte. Ich habe es jetzt noch nicht erfahren können, wie das läuft, wenn jetzt ein neues Update kommt, ob der das automatisch macht. Ich habe es in der Installationsphase, habe ich es mit einem USB-Stick gemacht. Das war also so die sichere Variante. Das heißt also, ihr könnt auf eure Works-Seite gehen, da habt ihr auch einen Account, den könnt ihr dort anlegen und dann könnt ihr über den Support gehen, da habt ihr diese Updates da liegen. Und diese Updates könnt ihr euch auf einen USB-Stick ziehen und den hinten rein stecken beim Land Rover. Das heißt also, ihr macht die Klappe hoch und genau in der Front unten seht ihr einen USB-Eingang.
da steckt ihr den Stick rein und dann fängt er also bei Start drücken, fängt er sofort an, diesen USB-Stick auszulesen und zu updaten. Dann haben wir Statistiken, da seht ihr also quasi alles drauf, welche Entfernungen er in Kilometer zugelegt hat, bis jetzt 35 Kilometer, wie viel Arbeitszeiten, 35 Stunden hat er jetzt bisher gemacht, Klingenarbeitszeiten 33 Stunden, das liegt auch daran, weil der Unterschied zur Arbeitszeit und Klingenarbeitszeit müsste ja logischerweise gleich sein, ist aber nicht, weil er teilweise auch die Randbereiche abfährt, ohne zu mähen, einfach nur zur Orientierung. Und Ladungen hat er bisher 27 gemacht. Dann haben wir die Sperren. Man kann also jetzt auch sperren. Da ist natürlich auch eine Info sehr wichtig, die man durchlesen sollte. Info zur Sperrung, wichtig, die Sperrfunktion ist eine Diebstahlsicherung und kann nur vom rechtmäßigen Eigentümer deaktiviert werden. Wenn Sie in Zukunft den WLAN-Router, das Kennwort oder den Netzwerk Anbieter wechseln, dürfen Sie nicht vergessen, die Sperrfunktion zu deaktivieren, um eine unbeabsichtigte Deaktivierung des Landrouters zu vermeiden. Funktionsweise, das heißt also, wenn ihr jetzt vergesst, diese Sperrung zu deaktivieren und ihr fummelt irgendwo am Router rum, ihr habt einen neuen Router bekommen oder ihr wechselt das Kennwort oder wie auch immer und dann habt ihr vergessen, die Sperre rauszunehmen, dann könnt ihr diesen Landrouter nicht mehr entsperren. Das heißt also, er erkennt euer WLAN nicht mal an, ihr seid für den Landlord eine komplett fremde Person und dann könnt ihr ihn auch nicht mehr entsperren. Das kann auch der Support nicht mehr. Der Support von Vox kann das auch nicht mehr entsperren. Dann könnt ihr quasi den Landlord also auch schon direkt wegschmeißen. So, dann haben wir Einstellungen. Hier haben wir also auch Einstellungen, Standort, Benachrichtigungen aktiviert, Warnung und so weiter. Dann haben wir Geräteinformationen. Hier hat man die Seriennummer, die MAC-Adresse und die Firmware-Version und das Modell nochmal, falls man nochmal darauf zugreifen will. Dann haben wir hier das Konto, ist natürlich das Konto, was man auf der Vox-Webseite hat, wo man auch seine PIN-Nummer deponiert hat und so weiter und so fort. Und hier hat man sogar Support, hier kann man gewisse Service-Geschichten nochmal abfragen und Diagnose, Errors, Optionen. Macht Sinn, wenn man Fragen hat oder vielleicht mit einigen Warnmeldungen nicht zurechtkommt, kann man das hier auf jeden Fall nachlesen. Das ist natürlich auf Englisch. Das war es eigentlich schon. Wenn ihr Fragen habt, dann postet ihr mir die bitte in die Kommentare unter dem Video. Das war es eigentlich schon zur App vom Vox M500, den ich jetzt im Betrieb habe. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Däumchen nach oben. Ich freue mich über jedes Däumchen, über jeden Kommentar und abonniert den Kanal, um dran zu bleiben. Ich werde mich natürlich sofort melden, wenn ich Differenzen, Fehlermeldungen oder irgendwas an den Vox M500 feststelle. Darüber mache ich dann ein Video. Ich sage tschüss, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.